Wechsel zwischen C-Dur und G. Und das soll man so machen, ganz langsam zuerst, so. 3, 4, 1, 2, 3, 4 und noch langsamer. Wichtig ist, dass das gut klingt, dass es sauber ist und dass man das dass man wechseln kann ohne eine Pause. Wenn es nicht klappt und wenn man sowas macht. Dann muss man langsamer spielen, dass das ohne Pause. Das kann einfach so.